Servus und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Minecraft mit Taladir 117 und dem Alpine ohne Zahlen. Wo steht denn das? Sehe ich gar nicht. Ja. Der 117. seiner Art. Und ich bin hier am Bäume zaubern, wie er gerade so schön gesagt hat. Und ich habe mir jetzt extra mal nebendran die so eine Tabelle aufgemacht, wo man sieht, wie man die ganzen Potions braut, damit wir hier nicht wieder so einen Weakness-Scheiß oder sowas bauen. Oder was haben wir das letzte Mal gemacht? Irgend so ein Blödsinn. Ja. Den du mir dann in den Kopf geworfen hast. Du Verräter! Du Brudermörder! Krieg ich das da hin? So. Maxe. Da. Jetzt. Viagra für die Bäume. Bauen wir gewonnen hier. Gewonnen aus Knochen. Hab ich Dreck dabei? Ja. Wieso musste ich das auch mit Akazienholz bauen? Das ist immer... Brauchst du noch was? Was? Brauchst du noch Akazienholz? Ich habe eine ganze Menge noch im Inventar. Ich habe jetzt wieder 35 Holz gefarmt. Das reicht jetzt erstmal wieder. Na, ich habe jetzt noch 66 Planken. Versuch's. Ja, ich pack wieder auch welche. Pack du deine unten in die Kiste. Damit wir da wieder welche auf Vorrat haben. Ein Stack packe ich auch nochmal da unten rein. Okay. Vielleicht sogar... Ne, zwei nicht. Zwei nicht, denn ich brauche noch ein paar Sticks für Zäune. Bitte fragt nicht, was das hier werden soll. Ich habe keine Ahnung. Ich baue gerade einfach irgendwie so... Was wird's denn nicht? Ich habe keine Ahnung, was es wird. Ich dachte mir irgendwie so eine Sonnenterrasse. Ich hab ja gefragt, was wird's nicht? Achso, ein Auto. Achso, schön. Das hätte ich mir aber gewünscht. Das wird kein Auto. So. Sondern Superman. Ja. So. Nummer zwei. So, ich mach mal hier unten ein bisschen. Kann man da aber immer noch durchfallen. Frei. Er hat einen Durchfallwitz gemacht. Weil ich nämlich keine Lust habe, dass... Vier. So. So ist doch halbwegs schön. War eine luftige Etage, aber das macht ja nichts. So, und es wird schon wieder Nacht und jetzt bauen wir uns mal hier. Jetzt gucken wir mal, ob ich überhaupt was zustande bekomme. Was könnte man denn gebrauchen? Wir könnten eine Stärke brauchen wir nicht, da brauchen wir Feuerpulver. Regeneration, da brauchen wir eine funkelnde Melone. Oder? Er hat Melone gesagt. Das ist ein Zucker, anderes Wort für Brust. Ja. Ich höre gar nicht, was er sagt. Dann nicht. So. Holz kommt in die Kiste. Weakness. Was haben wir denn? Wir haben überhaupt nichts zum... Wir haben nur für böse Sachen. Wir haben gar nicht das Zeug für tolle Sachen. Oh, es ist Nacht. Eben. Habe ich noch ein Schwert dabei? Ja. Au! Night Vision, wer braucht diesen Bullshit? Night Vision Goggles. Aus Night Vision könnten wir Unsichtbarkeit machen, das braucht auch kein Mensch. Achso, jetzt sind es natürlich, die Leute sehen das nicht, was ich hier gerade nachgucke, deswegen stehe ich hier rum wie so ein AFK-Typ. Inventar leeren und wieder auf die Jagd gehen, würde ich sagen. Ja. Zack. Was können wir denn noch alles nicht gebrauchen? Das. Jetzt hau ich mal die Schwerter da zusammen, dann. Da ist ein Creeper. Und noch einer. Der guckt mich an. Entschuldigung, darf ich dich in die Luft sprengen? Wäre das okay? Nein? Hau ab! Hau ab, du Arsch! So, sehen wir schon irgendjemand von dem... Von Nö. Den langstelzigen... Nö, aber da vorne sind ganz schön viele Viecher. Pass auf. Ja, ich lauf mal ein Stück.
Nicht zu weit. Ja. Dann höre ich hier wieder das... Wunderbaren Orientierungssinn. Na, bloß auf. Schau mal, was unsere Nachbarn hier so treiben. Da, da ist einer. Haben die eigentlich schon wieder aufgebaut? Oh Mist, jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich keine Erdblöcke mitgenommen. Ist doch alles... Ist doch immer dieselbe... Ich bin unterwegs. Kacke. Da sammeln wir mal das, die EP auf. Ja, ja, so viel ist das nicht. Trotzdem. Ich brauche noch einen, dritten. Hier, so, komm her. Gib es mir. So, jetzt. Hallo, Spinne. So, guter Mann. Würden Sie sich hierher bequemen? Ich hoffe, der Creeper geht nicht hoch, wenn der jetzt hierher kommt. Wo zum Teufel ist er? Da. Hinter dir. Wenn der mich jetzt gleich runterhaut, dann explodiert es auch gleichzeitig. Juhu! Nüscht. Hat sich ja gelohnt. So. Mehr Erde. Achtung, Spinne. Oh, da ist noch einer. Ja, den darfst du anlocken. Er ist zu weit weg. What? What? Lass mal die Aggro ziehen, so. Aggro. Warum habe ich mich jetzt hier hoch geteleportiert? Um mich sterben zu sehen, nein, aua. Wieso doch, mache ich das ich auch? Ich sehe es gerade super alles, wie du stirbst. Ich hab's dir gesagt. Lass die Pfoten, aber nee. Nächste, so macht man er, das. Er snackt sich das Zeug ab. Oh yeah. Frechheit. So. Haust du so krass auf der Tastatur rum oder was ist das? Ich? Nein, das ist meine Frau. Wie immer. Tja. Sowas. Achso, sie spielt gerade League of Legends. LOL. Lalalalalalal. Da hinten ist doch was, oder? Was ist das? Ne, das ist eine Hexe. Eine Hexe? Da ist eine Spinne. Wie cool der da auf seinem Aussichtsturm steht. Bin neidisch. Müssten wir eigentlich mal runterballern, wa? Creeper. Creeper, gib mir dein XP. XP. Finden jetzt hier nochmal irgendjemand oder was ist das? Ganz schön viele Zombies finde ich hier gerade. Und von hinten irgendwas. Ah, eine Spinne, Hilfe! Ah! So viele Viecher! Oh! Seiten. Fuck you, fuck you, fuck you, alle. Ich komm nicht weg. Wo bist denn du schon wieder? Ah, da rennt er. Mich in Ruhe. Sprinten. Ja, aber ich renne hier gerade an einem Skelett vorbei. Ah! Hab dir mal die Dings weggepult. Oh. Oh. Nee. Oh nee, Skelette. Ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Ja, gleich. So. Endermann, jetzt komm her hier. Fuck. Jetzt ist er da festgebackt. Oh, jetzt ist hier auch noch ein Skelett. Oh, gut, ist schon tot. Kann jetzt nicht hier weg, du blöder Enderman. Aber kann dafür sorgen, dass du weggehst. Uff. So. Wo ist denn jetzt? Da kommt er wieder. Ich mach mal die ganzen Zombies hier kaputt.
So, jetzt komm runter. Wieder nix, oder was? Sammel dir die EP ein. Ja, ja. Uff. Spinnenauge. Ja. Ich glaube, ich spinne. Ich hab kein einziges Enderauge gesammelt diese Nacht. Bislang. So, ja, Platz habe ich noch. Ich nehme mal hier den Rohrzucker mit. Jo, aber pflanzen auch wieder hin. Ja, ja, klar, klar. Oder bau ihn gar nicht erst bis zum Boden ab. Das erleichtert die Arbeit. Ja, aber das wäre ja produktiv. Ja, und mit Sinn und Verstand. Alles, was wir hier nicht machen auf unseren Kanälen. Ne. Aus Prinzip nicht. Nicht so, dass wir nicht könnten, wir wollen einfach nicht. Jo. Ja, jetzt kommen da schon wieder die Skelettdeppen. Hä? So, Kühe. Ach ja, komm, ich hab die gar nichts getan. Bescheuerter Knochenhaufen. Hier kommt der Onkel mit dem. Mit dem Glücksstroh. Furchtbare Sache. Habe ich jetzt Eier im Inventar? Hier kommt ein Creeper, Hilfe! Rums. So. Ja, noch einen Bogen brauchen wir nicht, haben wir eh schon genug von. Nö, wir haben noch Zeit. So. Dann kann ich ja an meinem ein Huhn entlaufen. Projekt weiterarbeiten. Insofern da unten wieder Steine drin sind. Projekt X. Projekt Gedöns. Ach ne, erstmal das ganze. Ganzen Loot weghauen. Wir haben jetzt 7. Dingsies. Eier. Eier, was, was? Was? Nein, keine Eier. Wie heißt das? Augen. Ja, Augen. Hast du die Nacht auch keine gekriegt? Map. Da ist er. Oh, nee, Holz. Wie viel Kohle hatten wir jetzt noch? Hier in den Kisten gar nichts. Ja, hier sind da noch 3 Stacks im Trichter, 4 Stacks fast. Ach so, ja gut, dann haben wir noch Zeit. So, schöne Frühstückskarte. Und ich habe hier noch 2 Stacks bei mir in der Kiste neben meinen kleinen Öfen. Hihihi, Alpine hat einen kleinen Ofen. Mhm. Da sitzt jemand drin und klopft an die Scheibe. Treppen! Was doch ein Rad ab? Krieg ich da nie wieder raus, die blöden Geflügelfücher. Was die für Dreck machen. Spinnenauge. Haben wir denn noch gebrauchen? Gebrauchen wir So. Aber Gold haben wir doch bestimmt übrig, oder? Ja. Da wissen wir doch sonst eh nichts mit anzufangen. Also ich nicht. Moment.
Hast du in unsere Fressenskiste? Jawohl. Hat er gemacht. Hat er gemacht? So. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was das tut. Ob das den gleichen Effekt hat wie bei einem Apfel, aber... Nee, das war bescheuert. Das sieht ja wieder so asymmetrisch aus. Assi? Ja. Assi Toni sagt, es ist asymmetrisch. So, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ah, da. Werft ihr da mal was runter für die nächste Nacht. Ich hoffe, es hilft. Es wirkt. Okay. Erfüllt seinen Zweck. Schauen wir mal. So. Und was wollte ich jetzt bei mir oben? Was habe ich jetzt hier? Da steht eine Truhe ohne Sinn und Verstand. Was hast du mir jetzt runtergeworfen? Golden Carrot? Was ist das? Eine goldene Karotte. Ach, ehrlich? Und die regeneriert hoffentlich so ein bisschen Leben. Okay, hoffe ich mal. Cool. Wenn es das gleiche ist wie bei einem Apfel. Weil ein Apfel, ein goldener Apfel tut das. Wenn wir nachher gleich rauskriegen. So, jetzt brauche ich noch Zäune. Wie viel brauche ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viele. Hatten wir eigentlich noch Eisen? Ja, ne? Oh ja, ohne Ende. Okay. Also ohne Ende ist jetzt zu viel gesagt. Irgendwann brauchen wir bestimmt wieder was, aber... Aber für zwei Schaufeln oder so wird das noch reichen, oder? Ja, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Oder wenn die Ding anfängt, wie soll ich sagen, wenn deine Rüstung anfängt kaputt zu gehen, dann bau einfach wieder eine neue und so, oder? Also das ist... Dafür reicht das auf alle Fälle. Okay. Dafür haben wir es ja schließlich auch. Hätte ich jetzt gesagt. Ihr platzt den Huhn. Ist es ihr platzt? Was wollte ich jetzt holen? Ach ja. Hey. Mineralien. Apropos, ich schau mal. So falsch. Da mal Sticks. So, mach mal hier. Jetzt, wo ihr danach fragt, liebe Schafe, ihr könntet ja auch noch mal, aber wo ist eure Türe? Hier. Nur nicht vermischen jetzt mit den Dingern. So. Mehr brauche ich erstmal nicht. So, hat jeder? Und die Kühe gucken doof. Oh nee. Was denn jetzt? Jetzt ist ein kleines Babyschaf bei den Hühnern, sage ich, bei den Kühen mit drin. Tschüss Axt. Tschüss Blume. Die Kiste sieht schon wieder so messy aus. Gibt's nicht. Ja, das ist nicht meine Schuld. Ich mach die immer schön. Das ist auch meine Kiste. Achso. Nein! Wie sagt man bei uns? Das sieht aus wie in Luis Trenker seinem Rucksack. Wer ist das? Wer der Luis Trenker ist? Mhm. Kennst du Luis Trenker nicht? Sonst hätte ich nicht gefragt. Hast du noch nie so klassische Filme gesehen wie Berge in Flammen oder Berg in Flammen oder so? ETF? Nein. Hier so in den 30er Jahren so ein Südtiroler gewesen, der recht gut bergsteigen konnte und der hat Bergfilme gemacht. Okay. So mit Krieg und so. So mit Krieg? Ja. Bergsteigen des Krieg, ja. Und richtigen Helden. Ja, ne, im Krieg halt. So. Weißt du schon, wie hier die Südtiroler so in den Bergen
so einen Gipfel bewachen, der dann komplett weggesprengt wird. Spoiler, Alarm. Ich glaube, so einen Film von 1936 kann man schon mal spoilern, oder? Ja. Ich denke, da wird ja keiner aufs Dach gehen. Den Wettlauf zum Matterhorn, wer da die erste Übersteigung macht und so weiter, das hat er auch. Lorenzo von Matterhorn? Mada. Ich frag mich gerade, warum ich... Ach ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das hier mache. Weil ich keinen Bock hab, dass ein Creeper von unten alles wegsprengt. Kann man da eigentlich auch? Nee. So, aber ich denke, wir sind auch gleich wieder mit der Episode durch. Jo. So, brauchen wir noch Kohle? Ich habe hier gerade einen neuen Flöz gefunden. Einen Flöz können wir immer gebrauchen. Einen feuchten Flöz. Finger anlecken und ab ins Ohr. Musik aus. Oh Mann, wieso habe ich denn die ganze Zeit nur die gleiche Schallplatte? Das ist doch langweilig. Freundchen, du hast da ein Stück. Ist da noch irgendwo ein Holz drin, oder was? Ja. Deswegen geht der nicht weg, oder was? Direkt vor meinem Haus, ey. Ach. Beschwert er sich schon wieder. Immer das Gleiche mit dir. Immer das Gleiche. Gut, dann, ja. Hau uns raus. Und so. Jo, liebe Freunde. Ich hasse dich. Nächstes Mal ist dann hat dir das Haus dann endlich voll. dann gibt er eine Runde McChicken aus. Bis zum nächsten Mal. Liebe Freunde, bye bye. Yum yum. Tschüssi, tschüssi.